Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Schwatzing in unserem True Farming Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht natürlich weiter mit dem Stuart und den Harry. Und wo ist eigentlich unser anderer Kollege hier? Harry, wo ist der andere? Helmut. Also der Helmut. Wo ich los bin, war da noch eine Werkstatt. Scheiße, waren da ans Helmut noch eine Werkstatt? Scheiße, Helmut ist gar nicht in der Werkstatt. Egal. Stuart. Ja. Schön, dass du hier angekommen bist oder vorbeigekommen bist. Ich habe eine Frage. Gekommen. Ja. Ja, du bist doch hier jetzt ja bei der Stadt als Cop, ne? Ja, irgendwas. Aushilfskop. Na? Ja. Ja. Wo ist denn mein, wo ist denn der Firmengeländewagen? Der Firmengeländewagen? Ja, es gab doch einen Geländewagen, ein Firmenfahrzeug. Was ich dir gegeben habe, erstmal, dass du so los kannst. Aber du scheinst ja ganz gut untergekommen zu sein. Deswegen überlege ich gerade. Der Wagen war meine. Der war dir? Ja. Wie der war dir? Den vom Adler damals bekommen. Sicher? Ja, ganz sicher. Der Adler war der erste, den ich getroffen habe. Der Lemken-Blaue? Genau, den haben wir umgefärbt damals. Ach so, und den wolltest du gar nicht der Firma schenken? Nee, gut, dann scheiße, hat sich's erledigt. Ich hab gedacht, ich hab dir den. Ach, dann nee, das war der andere. Das war der andere, das war der für den Harry. Nee, nicht für den Harry, doch für den Harry. Nee, für den, der, für den der, Helmut. Ja, Helmut, der hat doch damals den einen von dir. Ja, stimmt. Warte mal kurz, ich glaube, ich muss hier mal wegfahren. Aber Herr Lassenstein. Ich, ja. Gut, dass Sie da sind. Ja, aber wie geht's Ihnen? Ja, mittlerweile geht's meinem Bein wieder echt sehr gut, aber ich habe von Ihrer Versicherung noch gar nichts gehört, Herr Lassenstein. Herr Hafer? Ja? Wir können uns später gerne mal auf einen Kaffee treffen, dann können wir das gerne bereden. Ja, das wäre super, weil das Schmerzensgeld und das Ausfallgeld, das da reporte ich ja noch, Herr Lassenstein. Das können wir gerne bei einem Kaffee mal klären. Ja, dann... wissen Sie, wo der Lidli ist? Ja, das weiß ich. Ja, dann treffen Sie mich später dort. Na klar, so machen wir das. Dann bereden wir das gern mal. Wunderbar. Ah, was ist denn hier? Jetzt? Ich glaube, ich habe hier eine... aber hier... Oh, was ist denn hier gerade los, Mensch? Ah, Helmut! Stimmt, der Helmut hat den Beitrag geholt. Perfekt, sehr gut. Gut, nee, dann ist für ungut. Sorry, dass ich da. Ich dachte echt, das war ein Firmenfahrzeug gewesen. Verdammte Axt. Ja, alles gut. Und macht ja nichts. Na gut, sonst geht's dir gut? Ja, wundervoll. Irgendwie besser. Wie läuft's so? Ja, langweilig, ne? Jetzt, wo ihr Freunde seid. Ganz große Freunde. Ja, ist er noch gemein zu dir, der Herr Hirschfeld? Mahlzeit. Ah, der Stuart. Ach, hallo. Ja, es ist. Ja, es hat nichts geändert. Ja, wieso machst du das mit, ey, sag mal? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich fahr mit der Scheiße Kacke da rum, ey. Ich bin froh, wenn ich die Scheiße mal los bin. Ja, aber was musst du denn machen? Was ist denn überhaupt deine Aufgabe? Die Aufgabe ist einfach nur schön sein und der Arsch sein. Okay. Ja, ich darf hier zum Beispiel hier, das mit der Kontrolle von den, ach, hier Wasserschächten. Genau, von den Wasserschächten. Ja, gut, das muss ich bei jedem machen. Ja. Und ja, dann war ich beim Fritzl auf dem Hof und bei noch jemanden und die hatten alle schlechte Laune. Dann habe ich natürlich wieder alles abbekommen, weil ja, der Schwert keinen Bock hat. Aber das ist doch der geilste Job ever. Wenn die schlechte Laune haben, würde ich es noch teurer machen. Ja, ich kann. Der Fritzl, guck mal, der Fritzl, kann ich dir mal einen Tipp geben? Der war einmal bei mir, kam mir vorne zum Hoftor reingebrettert, wie so ein Idiot. Hat so gesagt, ja, ich brauche das, zack, 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 zack. Und so weiter. Und da habe ich den zwei Tage zappeln lassen. Was machen Sie denn hier? Gucke. Der ist mich da angegangen auf seinem Hof in einem Ton. Arbeiten da fallen die Haare aus. Genau, und da musst du immer noch einen draufsetzen, immer noch einen draufsetzen. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo er wieder ruhiger wird. Das ist wichtig, aber ich muss mich mal kurz um die Kundschaft kümmern. Stuart. Ja, alles gut. Ich, ja, wenn was ist, ich, ja, einfach Bescheid sagen. Na, alles gut. Ja, ich... So wird's. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Jo, euch auch, ne? Tschüss. Ja, tätig. Hallo, Herr Ringele. Hallo. Hallo, Ringele. Sie können ruhig wieder, Sie können ruhig runterkommen. So.
Herr Ringele, wie können wir denn Ihren Begehren, Ihre Bedürfnisse erfüllen? Ich bräuchte Eierpaletten. Eierpaletten? Vier Stück. Haben Sie sowas da? Ja, Sie kommen immer mit so Großaufträgen zu mir. Wer hat denn Ihnen diesen wunderschönen IT-Runner mit Bandlaufwerk verkauft? Das ist ja der Hardcore-Ding, ey. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist schon lange her. Ja, richtig schick. Der kam bei mir auf den Hof gefahren, hat gemeint, hier haben Sie Interesse daran. Da habe ich mal meinen Fuhrpark gecheckt. Ich habe ja nur die zwei Akro-Liner und da habe ich gesagt, ja, dann gib her. Also Sie brauchen ganze vier Eierpaletten? Ja, halt für meine Eier oben, ne, dass ich die dann da rein und nicht mehr einzeln und so. Ha. Ja. Haben Sie was mit zum Aufladen? Naja, eben, da steht er doch. Ach nee, zum Aufladen, nee. Nee. Brauchen Sie noch was mit Frontlader, wa? Ach nee, gucken Sie mal, da kommt Ihr Kollege mit Frontlader. Der Sohnemann. Wir haben ja Frontlader. Ich dachte, Sie haben die da, um das zu verladen. Nee, gucken Sie mal hier. Na, ja, ich kann die Ihnen nur zum Herrn Adler liefern lassen, leider. Nö, das passt ja. Aber er hat nicht mal was dran am Frontlader. Das ist natürlich schlecht. Ja, was machst du mit dem Frontlader hier? Scheiße. Ein Palettengabel vergessen. Ehrlich jetzt? Mit Frontlader losgefahren, ohne Gabel von dran? Hallo. Ich bin gleich wieder da. Naja, warte, dann nimm unsere. Ach, ihr habt welche? Ach, das ist ja... Ja, wir hätten eine leihweise, ne? Also hier, die kannst du halt nehmen zum Verladen, ist kein Problem. Oh, danke. Guck mal, Helmut. Wird peinlich. Ein schönes Ding, hä? Doch, der ist ganz fein. Oh, Mensch, Digga. So. Oh, mit schmucken Ketten hier drin, ne? Das sage ich dir, guck mal. Ey, oh, Raimund! Wie Mensch. Das hier aussieht, ey. Das ist schon geil, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Also so ein IT-Runner mit Bandlauf habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne Bitte in der feuchten Hose, ja, ne? Ja, also der ist... Schöne Style. Ja, ja. Pro Bodenschonung. Na eben, deswegen. Wahnsinn. Also die Paletten können Sie ja öfters verwenden. Ich würde Ihnen die einmal zum Herrn Dings liefern, ne? Ja. Zum Herrn Adler liefern lassen. So. Hi. So, vier Stück haben Sie gesagt. Ach, wie viel passen hier drauf auf das Ding? Sind da vier, oder? Oh, sechs passen machen, auf jeden Fall drauf. Ah, komm, dann mach mal sechs. Was machen wir mal? So, sechs Stück. Ach, da passen doch acht drauf. Gut, die Paletten müssten schon von Ihnen abgegangen sein. Ja, stimmt, da passen auch acht drauf. Da passen acht drauf. Aber die Frage ist, brauchen Sie so viele? Nee, sechs reichen. So viele okay, also wie gesagt, die Eierpaletten müssten schon vom Konto gebucht worden sein. Habe ich jetzt nichts vernommen? Ich auch nicht. Ich habe gerade die App offen. Biohof? Ja, da ist was runtergegangen. Eindeutig. Na dann, passt. Dann gibt es noch eine kleine, Moment, die Bearbeitungsgebe... Helmut? Ja. Ja, und Ari, ganz kurz, ich führe gerade die Kollegen hier ein, in die Buchhaltung und alles, wenn sie noch eine Sekunde Geduld hätten. Ja. Harry, Helmut, einmal mitkommen. Ja. Ganz kurz, hier vorne. Also, wir haben jetzt eine Bestellung ausgelöst, ne, für die werten Herren da draußen. Ja. Ne, da gibt es eine Pauschale, so eine Palette kostet 25 Euro. Ja. Das ist direkt vom Konto, haben wir das abbuchen lassen, von der Kundschaft. Gell? 6 mal 25 Euro, also das heißt 150 haben die schon bezahlt. Dann haben wir natürlich eine kleine Bearbeitungsgebühr. Dann kommen noch die Lieferkosten drauf. Und dann sind das Einwegpaletten, Mehrwegpaletten, wo natürlich auch nochmal ein kleiner Pfand drauf kommt, wo sie dann wiederbringen könnten, wenn sie wollten und so weiter und so fort. Ja. Ne? Das sind Palettenpfand wäre doch eigentlich pro Palette, es sind ja bestimmt Europaletten, ne? Mit ja, Europaletten, aber mit Gitterkorb. Ja. Ja, aber gut, das sind ja dann doch schon 15 Euro pro Palette, ne? Pfand. Ich glaube, die mit Gitterkorb sind sogar 25. Ne, Moment. Die mit Gitterkorb sind, glaube ich, 20 oder 25. Bin mir nicht sicher. Muss mal nachgucken hier. 20 Euro. 20, ja. Okay. 6 mal 20 ist ganz klar, ne? Sind wir bei 120, ne? Pfand. Yep. Ja. 120 Pfand. Dann haben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50 pro Palette. Ja, sind wir bei 300. Und dann nochmal 180. Upsala. 180 sind die Lieferkosten. War ja auch eine Expresslieferung. Und da kommen quasi nochmal 600 obendrauf, ja? Genau. Genau, dann geht ihr jetzt einfach mal zu dem Ringeles raus und sagt, dass ihr bitte noch 600 auf das Firmenkonto überweisen sollen und damit ist die Bestellung dann abgetan.
Ne? Mhm. Ja. Also, also, da habt ihr Fragen. Das ist jetzt also wichtig. Auf die, dass man das jetzt nochmal ganz genau. Ich bin da sehr penibel, damit das auch alles stimmt. Ne? Richtig. Ja. Also, wir haben das jetzt alles zusammengerechnet, sind wir bei 725 und darauf kommen jetzt noch die 600, ne? Nee, 6 mal 25 sind 150. Ja. Genau, die Palette kam 100, also 150 insgesamt. Darauf genau. Kommen noch die Bearbeitungsgebühr, die Lieferkosten und der Pfand. Und der Pfand. Genau. Genau. 600. 600, gut. 600, also alles in allem. Alles in allem 600 noch. Genau. Gut. Ja, dann auf geht's, ne? Draußen die Ringeles. Okay. Sind meistens einfache Kunden. Aber die geben kein Geld aus. Das ist ganz, 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 ganz reizlicher Verein ist das. Ich frage mich auch, wie die Night Runner, wo sie den wieder her haben. Hallo. So. Also, wir haben ja, der Herr Miguel hat ja nun schon ausgelöst, ne, beim Herrn Adler. Mhm. Hat er ihnen ja gesagt, dass das dort schön steht. Und weil es ja Expresslieferung ist und Sie werden verstehen, es sind ja in den Staaten heutzutage auch immer wieder, fallen ja Bearbeitungsgebühren an. Ne? Oder? Mal ganz ehrlich. Und die fallen ja auch bei uns in der Firma an. So, und summa summarum müssen Sie da jetzt noch 600 zahlen. Okay. Mach ich direkt. Ja, warte mal. Noch eine andere Sache. Ja, bitte. Ich habe ja gerade mal im Katalog geblättert, ob es was Neues gibt. Und es gibt was Neues im Angebot. Es gibt immer mal was Neues, ne? Ja, und wir interessieren uns für den Teleskoplader. Ein Teleskoplader? Schwer zu raten, welcher es ist. Ich nehme einen für den Schild. Richtig. Ah. Und das ganze Gerät mit Palettengabel. Das ganze Gerät mit Palettengabel. Und ich nehme an, mit Trelleborg-Bereifung. Naja, eigentlich, was sagst du, Justus? Eigentlich nicht, oder? Also die Frage ist, wo wird er hauptsächlich eingesetzt? Auf dem Hof. Ich würde eher sagen Nokia. Oder? Also wenn sie ihn auf dem Hof und straßentechnisch einsetzen, dann ist natürlich auch die Nokia-Bereifung zu empfehlen. Definitiv Nokia. Weil Ballen und so Zeug, das fahren wir eigentlich mit unseren Frontladern direkt weg, die wir an den Traktoren dran haben. Ja, dann würde ich auch die Nokia empfehlen. Ja, das definitiv. Das macht sich dann perfekt. Da haben sie auch eine sehr gute Wahl sich getroffen. Muss ich schon sagen. Ist ja ein schniekes Mobil. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Fügt sich wunderbar auch in ihren Hof mit ein. Ne? Na sicher, deswegen. Wenn ich das hier sehe, sie haben hier einen schönen Schentier und hier wunderbar mit. Wir haben sogar noch einen. Ja. Ach, sie haben sogar noch einen. Mensch. Und einen Drescher auch noch. Naja, das schon auch noch. Ja. Na, dann kriegen sie von uns noch ein Pack grüne Unterhosen dazu und dann ist doch alles geritzt. Na, sie müssen auch noch gelb sein. Also, grün-gelb gestreift. Wenn Sie wollen, die Herren, kommen Sie doch mal, also wenn wir jetzt gerade so über den Teleskoplader reden, kommen Sie doch mal gerade mit rein. Wir haben gerade frischen Kaffee. Da können wir das gerne noch vertiefen, das Gespräch. Super. Na, kommen Sie ruhig mal mit rein. Haben Sie auch Cappuccino? Helmut, haben wir auch Cappuccino? Doch, ja. Okay. Aber nicht mit Milch. Ja, die muss bio sein. Jetzt zwei Cappuccino oder ein Kaffee und ein Cappuccino? Also ich brauche nichts, danke. Ja. Nichts? Nee. Wir hätten noch Wasser. Oder haben Sie auch biologischen Kaffee da? Moment, Go-Fast-Kaffee. Hammer. Hammer. Biologischen Kaffee haben wir, Moment, ganz kurz. Und dann hier einmal den Cappuccino. Genau, und gebt da mal den Cappuccino einmal raus hier. Boah, schön. Ja, haben die. Harry, du auch was? Der Herr Raimund, den biologischen. Ja, ich nehme, gib mir Wasser. Raimund? Ja. Du wolltest den biologischen? Zeig mal, ja. Ja, okay, warte, aber ganz kurz, den muss ich halt nebenan holen, warte ganz kurz bitte. Miguel, willst du auch was? Ja, ich nehme Wasser, ne? Ich mache noch fix den biologischen Kaffee mal eben fertig hier. Ja, stelle ich hier hin, ja. Ja. Ah, das tut echt gut. So, einmal den biologischen Kaffee für den Ringele. Bitteschön. Da. Frisch aufgebrüht, ne? So, na dann würde ich sagen, stoßen wir mal an in der schönen Runde hier. Genau. Ringele, kommen Sie ruhig. Stoßen Sie mal mit uns an hier, ne? Ja, hier bin ich wieder, ja. Hier noch einen Keks für den Kaffee. Genau. Oh, der Kaffee, ich hab den schon weggeext. Zum einen ist auch schon leer. Ah, ja. Na, dann eben als Nachtisch. Den esse ich so.
Ja. Okay, ganz kurz zu Ihrem Teleskoplader, ne? Mhm. Weil ich denke, darum geht es ja auch. Und zwar, der kostet, also der hat einen Listenpreis mit der Nokia-Bereifung und dem der Palettengabel von 95.200. Mhm. Ist der Listenpreis und ich könnte Ihnen den guten Gewissens für 92,5 anbieten. Also ich könnte nochmal 2.700 Euro Rabatt da drauf geben. Hm. Ja, das so ich bin zwar ein paar andere... gut, nee, das sind ja auch immer Kombo. Wir kaufen ja immer ein bisschen mehr ein, wenn wir kaufen. Dass da das jetzt ein Einzelmodell ist. Das spielt natürlich eine große Rolle, das sage ich Ihnen gleich. Nee, da ist das schon okay. Also von meiner Seite aus. Ja, würde ich sagen, passt. Ja. Weil beim Herrn Adler, da kaufen wir dann, wenn wir überhaupt kaufen, wahrscheinlich dann immer noch so mehrere Geräte und dann kriegt man natürlich immer Top-Preis, aber jetzt haben wir ja nur das Ding gekauft, dann passt das schon. Ja. Das ist ein sehr fairer Preis, kann man schon sagen. Ja. Also okay, dann würde ich die Bestellung auf jeden Fall dann auslösen. Mhm. Alles klar. Gut, machen wir so. Okay, Jungs, nichtsdestotrotz, wir müssen langsam mal los. Wir müssen, oder Helmut, wir müssen langsam mal hier über die Höfe ziehen. Warte, also was haben wir jetzt gesagt? 92.500? 92.500, genau. Hattest du die 600 schon überwiesen? Nee. Dann machen wir da noch die 600 drauf. Dann 92.000, dann machen sie 93.000 glatt. Ne? Das ist so. Und, machst du das? Genau. Ja. Überweisen gut. Das einmal und gut ist. Und super. Helmut, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los so langsam. Wir auch, alles klar. Wo willst du denn hin? Ja, wir müssen hier wegen den Werkstätten. Die Werkstätten müssen weg. Naja, doch aber der Harry, das ist doch sein Servicemobil. Das macht der Harry übrigens. Ja. Sag mal, könnt ihr euch nicht andere Namen geben? Das ist ja furchtbar. Wie ja, David und Markus. David und Markus wäre schön. Schön da noch. Ja, alles klar, danke Ihnen. Immer schön Geschäft zu machen, jo. Tschüss. Markus und David wäre schön. Ja, da kann ich doch nichts für, wenn meine Eltern damals sich nichts Besseres als Helmut einfallen lassen haben. Ja, ja, schön. Und meine haben halt an ihren, also bei meinen war das so, die Frau Mutter dachte an ihren Vater und der Vater, also mein Opa, hieß halt Harry. Super. Weißt du? Eine kleine Hommage. Ich verstehe. Gut, also Harry, auf geht's. Na klar. So. Folgendes, dann schwing dich mal. Helmut. Ja. Ja, was machen wir mit dir jetzt, Herr Mensch? Ich fahre hinterher. Ja, das geht auch. Ich muss mir das ja mal wieder angucken. Pass auf, lasst uns mal zuerst auf den Fritzelhof fahren. Da weiß ich zu 100%, dass da eine Werkstatt ist. Welches Fahrzeug darf ich denn nehmen, Miguel? Eins, was du möchtest. Oh, wunderbar. So, da können wir einmal. Ah, warte mal, lasst uns mal hier Funk. Alle mal an Bord? Na klar. Ja, dann auf geht's. Na klar. So, da können wir gleich unser Dings vorstellen, unserem Service-Truck. Und können wir gleich mal sagen, wie's läuft jetzt hier und so weiter halt, ne? Ja, na klar. Da halten wir jetzt erst beim Fritzel ein. Genau. Ich würde auch sagen, dass wir schon anraten würden, keine Wartungs-, also ein Wartungsintervall bei maximal, also 50% Verschleiß der Maschinen und Geräte. Ansonsten kann es halt sein, dass halt auch größere Beschädigungen halt, ne? Ja, klar. Das ist ja auch so ein Ding. Oh, scheiß die Wand an. Ja, Geländegängigkeit müssen wir auch mal testen. Naja, Differentialspendier. Sehr schön. Ja, weil ansonsten... Das halt so ein Servicemobil könnte. Genau, weil ansonsten besteht halt die Gefahr, dass halt größere Beschädigungen an den Geräten und an den Maschinen halt sind, ne? Ja, und das macht ja dann die Instandsetzung auch bloß unnötig teurer. Na klar, ist, also definitiv. Deswegen, aber es muss natürlich jeder selber wissen, wenn er so ein Gerät mit 25% bringt, ja gut, dann kann es halt sein, es sind andere Schäden noch mit dran, ne, die repariert werden müssen, mein Gott, das muss dann jeder selber wissen. Jo. Ja, so, aber wie gesagt, da lassen wir uns mal überraschen beim Fritzel. Ich überlege, wer noch so... Ach, zum Dings müssen wir auch unbedingt noch. Es ist einfach zu wenig Zeit. Das ist das Problem. Es ist für alles zu wenig Zeit. Wir müssen unbedingt noch zum Herrn Hofbauer. Und wisst ihr, was auch wichtig ist? Das Lohnunternehmen. Ja. Das ist einer der Hauptkunden, glaube ich. Das ist wohl wahr. Das Lohnunternehmen ist einer der Hauptkunden. Wo ist die Maschine? Uiuiui, hier geht es ja wieder Party, Mensch. Oh, hier der Höchfeld. So.
So, stellt euch mal nicht nebeneinander, wenn es geht. Stellt ihr mal, dann passiert, glaube ich, komische Sachen. Fahrt ihn am besten mal vor einen Zaun oder so, genau. So. Gut. Doch nicht wahr sein. Hallo! Das darf nicht wahr sein. Hallo. Was denn jetzt? Hallo! Hallo, Hallo, Herr Fritzl! Ari, wie geht's? Na, super. Mir geht's jetzt bestens. Ja, also, ganz gut. Was darf nicht wahr sein? Hast du Probleme? Guten Tag. Nee, hey, alles gut. Oh. Guten Tag, Herr Hirschfeld. Guten Tag. Bleiben Sie mal hier, Herr Hirschfeld. Tag auch. Ah, wir haben nichts Schlimmes vor. Was sagen Sie immer? Nur Gutes, nur Gutes. Genau, wir wollen nur unser Servicemobil, unser neues, vorstellen und wollen mal eine kurze Einweisung geben, was wir mit der Stadt Schwatzing abgesprochen hatten, betreffend Wartungssachen und so weiter und so fort, ja. Okay, ja. Dass sich daran gehalten wird und so weiter und was halt so, ja, ein bisschen Erfahrungsaustausch, ne? Okay, also, ja. Also ich hätte gerne ein Stück Schwarzwilder Kirsch. Und einen Kaffee? Nee, Kaffee nicht. Aber Sie haben nur so leidenschaftlich Kaffee getrunken. Das ist richtig, aber seitdem ich bei Ihnen Kaffee getrunken habe, habe ich mir mit dem Kaffeetrinken irgendwie abgewöhnt. Scheiße, warum? Komm, ich gebe einen aus. Fritzl, was willst du haben? Also ich nehme Schwarzwilder Kirsch. Ich nehme Käsekuchen. Mandarinenkäse, also, bitte. Mandarine und ja, Sie haben noch ein Servicemobil. Banane, bitte. Ohne Fahnen! Ist das Ding bezahlt schon, alles die Möhre da, oder wie? Was? Ob der Zeug bezahlt ist da unten schon, oder wie? Ich habe... Ole, steig jetzt in das Ding, fahr nach unten und hol die Sachen. Es ist, steht da bereit, alles bezahlt, alles gekauft und angelaufen. Also, was hast du denn gekauft? Pflanzenschutzmittel. Schon ein schlechter Service, wenn das hinten auf dem Pickup transportiert wird, der Kuchen. Du hast Pflanzenschutz gekauft? Ja. Aber das Lohnunternehmen hat Pflanzenschutz gekauft? Bei Lieferando. Ich habe mir gerade 3 Paletten Pflanzenschutzmittel gekauft. Wer hat das gekauft? Ich. Per Lieferheld. Übers Internet, aber abgesprochen mit Herrn Hirschfeld, weil ich hatte vorher, also bevor jetzt hier irgendwas aufkommt, ich hatte vorher gefragt, ob du deinen Landhandel schon hast und wo ich mich da melden muss. Da wurde mir gesagt, alles gut. Okay. Ja, ja. Gut, aber wir sind erstmal fertig mit dem, Freunde. Das heißt, das war's erstmal gewesen für die heutige Folge. Lasst das Däumchen da, schaut bei Fritzl vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.